Hallo. Und hier bin ich ja schon wieder. Ne? In Fachkreisen nennt man mich auch der Produktzerreißer. Weil immer wie, oder ich kaufe mir immer Produkte, die nicht funktionieren. Ich weiß es auch nicht. Ne? Aber heute habe ich wieder mal so einen Hype dabei. Wurde auch jetzt auf Facebook und überall so gehypt. Und zwar die EMS-Fußmatte. Dieses Teil ist das. Nee. Kam, kann ich euch genau zeigen. Die schicken ja alles in Softpacks, weil wir ja so gegen Plastik sind. Finde ich auch immer lustig. Ne? So kam es an. Ganz formschön. verknickert. Gott sei Dank macht das aber nichts, weil die Fußmatte ja ganz weich ist. Ne? Also es ist eigentlich wieder mal eine witzige Idee. Ich denke, dabei wird es auch bleiben. Die haben einfach hier zwei Druckknöpfe. Das hier ist stromleitend. Ne? Ist einfach ein Druck. Ist für die Leute, die sowas toll finden, bestimmt mega, weil es ist einfach wegzupacken. Weil das Steuergerät sieht so aus und wird nur durch Druckknopf da drauf gesetzt. Also einfacher geht's nicht. Dabei ist noch. Wo ist es? Garantiert im Büro. Da ist einfach noch ein USB-Kabel dabei. So, was ich finde jetzt Strom durch den Körper nicht so prickelnd. Warum? Ja, also große Warnung, schwanger, Herzschrittmacher, Stoffwechselprobleme. Ja, die Finger davon lassen. Nix Strom im Körper mit Schwanger oder Herzschrittmacher. Ne? Das ist ja, die Leute wissen das eigentlich, aber man denkt dann immer auch, es ist an den Füßen. Ne? Das ist weit weg, das geht dann alles. Das ist natürlich Quatsch, weil es funktioniert ja nur, wenn überhaupt, weil das von dem linken Fuß in der rechte fließt und muss dann durch den Körper. Das springt ja nicht von Fuß zu Fuß, sondern muss durch den Körper. Was ist EMS? Könnt ihr euch auch mal gerne in Google schlau machen. Es ist einfach eine Stromextraktion der Muskel. Ne? Also wenn ich auf einen Muskel einfach Niedervoltstrom gebe, spannt er sich an, lasse ich gehen, geht er wieder weg. So, wird er wieder weich. Ne? Also das, was beim Sport passiert, und dann gibt es ja auch die EMS-Studios und tralala, jetzt sind jetzt so viele Tests auch schon gemacht worden, das hilft dann bedingt, ja, okay, aber zum Beispiel in den Studios, wo EMS gemacht wird, professionell, macht man ja auch Sport in dieser Viertelstunde. Ne? Man spannt an und dann kommt der Strom da drauf. Ich könnte wetten, nach meiner Meinung, dass das auch ohne funktioniert, weil so gut ist es dann auch wieder nicht. Abnehmen kann man nicht damit ohne. Aber das führt jetzt zu weit. Es ist auch wieder so ein Sach, ne? Wer heilt, hat recht und ist immer fertig. Ne? Wenn die meinen, das ist toll, dann ist das toll. Was ich hier wieder absolut bemenge, User Manual, ist natürlich nur in Englisch drauf. So richtige Warnhinweise für Schwanger und tralala ist nicht. Man soll den Arzt vorher fragen, klar, ich gehe mit dem Ding zum Arzt. Der freut sich ganz besonders über so einen Mist. Wie was gemacht wird. Und da sind jetzt ganz viele Einstellungen dran. Also das ist eigentlich ganz einfach. Da geht es an. Hoffentlich kann man es, ja, man kann es sehen. Ich stehe mal auf. So, und dann kann man hier bei M, gibt es ganz verschiedene, könnt ihr sehen, da wandert das. So. Ne? Ganz verschiedene Einstellungen, was natürlich meines Erachtens nur mit dem Intervall zu tun haben kann, wie der Strom da durchkommen soll. In Intervallen fest, stark und tralala. Aber es ist nirgendwo erklärt, was, wie, was. Also muss man schon wieder selber probieren. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, einen Zettel dabei zu legen und zu sagen, die Einstellung macht das,
Also kann man es ja eigentlich theoretisch gar nicht verwenden, weil man nicht weiß, was man tut. Ne? Ich bin auch im Internet jetzt mal rumgesurft und habe gedacht, vielleicht hat es jemand schon erklärt, um da einfach mal zu sehen, wofür ist überhaupt was. Nein, es sind Videos gruselig mit dem Handy einfach nur gefilmt, was ich natürlich nachher auch mache, aber jetzt erstmal zur Erklärung mit der richtigen Kamera. Wie man ein- und ausschaltet. Also ich meine, so blöd ist ja keiner, das weiß man ja, aber der Rest nicht. Ne? Und dann kann man natürlich noch, also wenn man das dann eingeschaltet hat, auf ein soll man ja auch gehen, und hat dann eine Memory, gedrückt Memory, und hat dann irgendeine Einstellung, die man mit der Lupe, Scholar steht da jetzt drauf, und dann kann man natürlich die Intensität kann man dann nochmal erhöhen. Wobei das natürlich hart ist, selbst ich glaube auf 1 reicht das schon. Wenn ich da auf 8 hochgehe, fliegen mir so schon die Füße weg. So, in den Werbevideos, also wundert mich ja gar nichts, ne? Da ist ja alles beschrieben, also da sind dicke Beine und wenn man das dann ein paar Mal macht, dann sind die dünn. Meines Erachtens, das hat ja mit dem Stoffwechsel zu tun und kann das schon mal gar nicht funktionieren. Ist wieder mal so schön dargestellt, was das alles kann. Also wundert mich, dass das nicht noch putzen und kochen kann. Das kann nämlich auf alle Fälle nicht. So, jetzt lege ich mir die mal dahin. Ich hasse Strom in meinem Körper, weil ich mache das jetzt wirklich mal für euch, weil das ist so ein Berggefühl. Also ich finde das immer so bedrohlich, aber kann natürlich auch an meinem dolle Kopf hängen. Ne? Ich lege das jetzt hin, also mir tun das einfach mal hier, das ist wirklich einfach zu montieren, so drauf. Ich meine, auf so eine Idee muss man mal kommen, einfach Druckknöpfe da einzubauen und dann sieht die Sache so aus. Ist ja alles nicht schlecht, ne? Nur ist es ein Produkt... Habe ich eigentlich schon erzählt, bei Amazon habe ich für 7,99 € gekriegt, inklusive Versand, hat 10 Tage gedauert, war es da. Auf Facebook war es, glaube ich, 29, als super duper Schnapper. Also immer gucken auf Amazon oder sonst wo, sowas gibt es meistens billiger und dann steht dann dabei, oh nein, das ist das Original und tralala, es ist alles, es kommt alles aus der gleichen Schmiede, wenn es dann so aussieht. So, jetzt schiebe ich hier mein Tischelchen auf Seite und schalte mal meine Handykamera ein und ich habe eine Windel an, weil ich es ja hasse. Ich habe es ja schon gesagt. Achtung, jetzt sieht man Füße. Es gibt ja Leute, die können keine Füße sehen. Soll ja alles geben. Ne? Bitte jetzt wegschauen. Ich habe sie zwar gewaschen, aber wenn man keine Füße sehen kann, ist das natürlich ein Problem. So, jetzt gucken wir mal. Ne? So, ihr seht, so, Video einschalten. So. Ich mache das jetzt einfach mal so im schwebenden Verfahren. Ich schalte ein. So. Und geh auf. Und schon geht's los. Ich sag ja, ein widerliches Gefühl. Ich finde ja toll, hier, guck mal hier, mein Stigma, ne? Wo sie mich an Kreuz genagelt haben, scheinbar. Na, das hätten ja gerne ein paar Leute, ne? Nein, ich bleibe. Es ist ein leichtes Kribbeln auf der ersten Einstellung. Also geht an, aus, an, aus und kribbelt so in den Füßen bis hoch zu den Beinen. So, das kann man jetzt natürlich ja auch höher machen. Mache ich aber nicht, weil das da reicht mir schon vollkommen. Ne? Wenn man jetzt einen Fuß wegmacht, ist es erledigt? Oh, hier schön die alten Beine. Ist es erledigt? Weil dann passiert nichts mehr, weil es muss ja durch den Körper. Geht man drauf und schon kribbelt es wieder. Ne? So,
Ich gehe weg und schalte die nächste ein. Uiuiuiui. Kinder. Stramschnitt. Okay. Mutig. So. Okay. Das ist jetzt ein Intervall. Also die zweite Einstellung ist an, aus, geht schneller, ist scheinbar eine andere Taktung und geht wirklich bis hier ins Knie rein. Okay, also wem es Spaß macht, gell? Ich weiß auch nicht, bringt sowas wirklich was, weil Anspannen, das kann man auch mit Gymnastik erreichen, was ja gesünder wäre. So, jetzt gehen wir in die dritte Einstellung. Wie auch immer, kann man es lesen? Ne, das kriegt... Sie sind ausgegangen. Wir waren bei 3. So, und... einschalten. Jetzt bin ich mal wieder gespannt. Ach, das ist immer so gruselig, Kinder, was ich alles mache für euch hier. So. Intervall wieder. An, aus, an, aus. In einer, ja, gefühlt schnelleren Taktung innerlich, weil die Muskeln jetzt schneller extrahieren. Und das auf 1 schon. Okay, das war die Einstellung. Wir gehen jetzt auf die... da steht jetzt... Schade, das kann man nicht... Ne, das kriegt das Handy nicht auf die Reihe. Da steht jetzt Pulser, so viel wie ich lesen kann. Also nochmal... So. Ich stelle mich aber auch immer an, ich weiß. Tja. Ist nochmal eine andere Taktung, dasselbe Intervall. Geht tatsächlich gefühlt mehr in die Waden, warum auch immer. Ja, das reicht doch schon. So, und wir gehen in die Einstellung 5. Machen das an. Gefühlt dasselbe, in ein bisschen stärker, also nochmal scheinbar eine andere Taktung, ist ja Niedervolt, aber da sieht man mal, was so eine Spannung, aber gut, ich meine, hab das schon mal an ein Elektrodraht gepinkelt, da wisst ihr ungefähr, wie es ist. So, das ist jetzt, das war jetzt ganz okay, jetzt gehen wir in die letzte Einstellung, in die Einstellung 6. Ja. Dann hält das die Extraktion etwas länger an, aber ja, geht so tiefer irgendwie, also nur vom Gefühl her, ne? Gut, ich wüsste doch nicht, wie man anders erklären könnte. Und das reicht jetzt auch. Und zack. So, ja, ihr seht. Also das ist jetzt ein Produkt, wo ich sagen würde, da setze ich auch der Link unten rein. Gibt bestimmt Leute, die empfinden das als unwahrscheinlich angenehm, dieses Kribbeln im Bein. Und wenn man so gar nichts macht, eventuell, nur es soll ja auch für ältere Leute und so sein. Man weiß halt nicht, was bei rumkommt. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das dann diese Hormone ausschüttet, so wie nach dem Sport, der K-Wert ist das, glaube ich, der ja auf Dauer, wenn man das übertreibt, sogar schädlich sein kann. Aber das, wie gesagt, das ist, könnte ich mir vorstellen, aber ob das so ist, weiß ich nicht. Es ist ganz einfach, hier wieder abzumachen, schön reinigen, desinfizieren. Und schon kann man es weglegen. Also insofern ist die Sache natürlich wirklich eine witzige und gute Nummer. Besser wie wenn eine Glasplatte wäre oder so, weil das da wieder schwierig zu verstauen ist. Aber ich mag keinen Strom in meinem Körper.
wer das gerne mal ausprobieren will, ich setze den Link diesmal unten rein. Und ihr könnt ja vielleicht mal berichten, vielleicht habt ihr ja sowas schon ausprobiert, ob da wirklich was dahinter ist. Ne? Ich glaube, wenn man ein bisschen Fußmassage sich macht oder spazieren geht, hat man dasselbe vielleicht? Nein? Man müsste eigentlich einen Mediziner dazu befragen. Aber auch selbst bei denen geht ja die Meinung auseinander. Also sowas ist immer schwierig, deswegen probiert immer gern aus. Da habe ich jetzt nochmal für euch gekauft sozusagen, weil mir war da klar, für mich ist das eh nichts. Ich merke jetzt auch nicht, gut, das war jetzt auch zu kurz. Und wenn ich was merken würde, kriege ich auch wieder den Föhn. Ich mag es einfach nicht. Ja, entscheidet euch. Vielen Dank an die neuen Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt es in die Kommentare, wenn irgendwas sein sollte oder Fragen. Ich kann jederzeit nochmal auspacken und ausprobieren. Ja, das war es dann schon. Ne? Bis bald, euer Kosmetik-Lifestyle- und Kochkanal. Mein Name ist Bernd und tschüss.